dann suche ich den mal. Dann suche ich den mal. Burg Niho. Kyoto Anwesen. Die haben gleich drei Fraktionen hier, ne? Aber das liegt daran, ich habe denen ja geholfen, dass sie den Krieg gewinnen, sozusagen, gegen die erstmal. So. Ich muss mal eine Bindung zu dir vertiefen. Ich hab da was für dich. Magst du Sake? Du liebst Sake, ne? Kore wa ii na. So ga. Mata na. Oh, jetzt ist der Stil besser und stärker. Hat der keinen Kreisstil? Darf ich noch nicht. Ja, sowas wie eine Trainingsmission Dings haben wir hier noch nicht. Das ist das nächste? Das ist das nächste. Ja, habe ich doch in Stufe 3 schon. Sorry, war nur auf der Durchreise. Statt sich keine zwielichtigen Gestalten. Yeah.
Wollen die mich verarschen? Von wegen 11 Kilometer. Du bist viel beschäftigt mit anderen Spielen. Und ich bin fast mit dem Spiel hier durch. Mal sehen, wie die Platin wird hiervon. Vielleicht können wir das auch mal am Platin Day dann hinterher mitnehmen. Wahrscheinlich muss ich hierfür Zeitreisen machen. Verschiedene Enden und so wahrscheinlich, wer weiß, wer weiß. Katasuma. Oh Mann, warum schleicht ich nicht mehr? Okay, dann gebe ich mich zu erkennen hier. Nein, ich bin wieder so einer. Du hast zum Glück keine Klingen. Alter, ist das denn fucking ernst? Oh, komm schon! Mann, nein, 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 fick dich! Schnauze! Na du? Muss das Tatort zu. Mal sehen, wo könnte denn hier ein Tatort sein? Ich tippe mal da. Das ist die hinterste Gasse der Gassen.
ich kann kein Foto machen. Ich weiß auch nicht wovon. Ja, aber ich glaube nicht, dass er den Baum meint. Da steht nämlich, hieß ein Foto von den Clan-Überresten. Ich soll den Typen, den ich getötet habe, fotografieren. Ja, aber der liegt im Baum! Was meinen die? Vielleicht den hier? Resette mal. Schon besser. Ich verstehe die Aufregung nicht. Ja, und dann ist er halt ein schwarzer Samurai. Wir haben trotzdem unsere Kunoichi. Was ich schade finde, so kommt unsere Kunoichi. Wird die total in Vergessenheit geraten, weil jeder sich nur noch über den Typen aufregt. Meine Frage, in Rise of the Ronin, kann man da eigentlich seine Hautfarbe, man kann da doch auch individualisieren, man kann doch da auch dunkle Hautfarbe haben oder nicht? Ich könnte auch ein schwarzer Samurai. Übrigens, hat sich jemand drüber aufgeregt, dass man einen weißen Samurai in Nioh spielt? Nö. Das ist doch auch hier. Kein Japaner. Aber wir haben einen weißen Samurai. William. Ja klar gab's den wirklich. Aber den einen gab's ja auch wirklich. Den Yasuke.
Und er trug auch diese Rüstung, sonst hätten die doch nicht die Jaske-Rüstung hier drin. Die Rüstung hier drin von Jaske, die gab's schon, bevor bei Shadows klar war, dass Jaske drin ist. Habe ich nur nie drauf geachtet. Aber Dark, nicht jeder weiß, dass es William wirklich gab, zum Beispiel. Und dann hätte man sich ja auch drüber aufregen können, dass man einen weißen Samurai spielt, oder? Weil nicht jeder weiß, dass es den Yasuke gab. Aber es ist ein schwarzer Samurai, deswegen regt man sich auf. Es geht hier um die Hautfarbe. Nicht darum, dass es kein Japaner ist, es geht um die Hautfarbe. Und das ist richtig mega rassistisch. Ich habe sogar schon einen Text gelesen von jemandem, er findet es rassistisch, dass ein Schwarzer Japaner abschlachtet. Und ich denke mir dann so, der macht das doch nicht zum Vergnügen. Der macht das halt auch für Japan an sich. Weil die, die er tötet, die haben ja nichts Gutes vor. Außerdem ist das teilweise dann auch Selbstverteidigung. Ich finde das einfach lächerlich, was da abgeht momentan. Und dann kommen da noch welche, die sagen, sie wollen keine Politik in den Spielen. Aber die machen daraus dann Politik, weil sie sich darüber aufregen. Das ist so schwachsinnig. Ich hasse Menschen. Ganz ehrlich, ich hasse Menschen. Die sind einfach dumm. Da sein. Genau. Ah, that. Kiss the chick. Das Lustige ist, die haben sich ja im Chat schon darüber aufgeregt, bevor der Trailer überhaupt losging. Deswegen wusste ich schon von Yasuke. War nur verwirrt, weil es ja hieß, man spielt eine Kunoichi. Aber ja, man hat zwei Charaktere. Und ganz ehrlich, ich feiere es sogar. Denn
Das macht die Geschichte um Yasuke sogar noch interessanter. Also, ich meine jetzt die Geschichte, dass man halt Yasuke spielt. Der wird's nicht leicht gehabt haben. Japaner sind rassistisch gewesen zu der Zeit. Sehr, sehr viele. Das sieht man doch in Rise of the Ronin. Da werden die als Fremde bezeichnet von vielen. Also die Anti-Shogun-Typis hier. Die bezeichnen sie ja als Fremde. Wollen sie sie nicht im Land haben? Ja. In Yakuza Ishin, da war auch so ein Amerikaner oder Engländer oder keine Ahnung. Der wollte Samurai werden oder wie er gesagt hat immer Samurai. Und die Japaner haben sich über den lustig gemacht. Und ja, es war übelst rassistisch. Und das kann das Ganze sehr, sehr geil machen. Das war ein Engländer, den wir da in der Nebenmission hatten. Die Amis sind später gekommen. Na, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe zu wenig Informationen über diese Zeiten und so. Deswegen freue ich mich ja auch so auf Assassin's Creed Shadows. Da erfährt man ja noch mehr geschichtlich. Natürlich weichen die sehr gerne ab, weil Assassinen und Templer hat es ja in der Form zumindest nicht gegeben. Aber ich finde es immer interessant, wie sie das geschichtlich noch mit einbauen. Ich sag nur die Sache mit Caesar. Wer Origins bis zum Ende gespielt hat, weiß, was ich meine. Mehr will ich nicht sagen. Ne, eben. Generell selbst hier, Rise of the Ronin und Yakuza Ishin spielen in der gleichen Zeit. Und die Shinsengumi sind immer irgendwie so ein bisschen anders. Also, manche Animes nehmen sich sogar die Freiheit und machen sogar aus Okita eine Frau. Ja. Wir hatten sogar die Bostoner Tea Party in Assassin's Creed 3, ne? Warte mal, wo muss ich das Foto denn machen? Muss ich hier drauf? Reicht das? Ah, ich habe keinen Marker. Ah, hier hin, okay. Bitter Widerstand geleistet hat, ja. Ich da überhaupt rein? Öffentliche Ort. Komm, wir hauen sie jetzt.
Ich glaube, ich weiß, wo ich hier bin. Hey, du da. Foto. Alle Fotografieorte abgeschlossen. Nice. Das war schon mal die erste Trophy. Ich denke mal, hier kommen gleich noch mehr. Ja. Na komm, kannst du dich da drauf? Schade. Der ist flink, okay. Alter, der macht Schaden. Oh.
Oh. Der letzte hier, ha? Huh? Der letzte Flüchtige oder gibt's noch einen? Ah, für. Dann müsste es doch eine Trophy aufploppen. Wenn es dafür. Wahrscheinlich gibt es dafür keine Trophy für alle Flüchtlinge. Der letzte. Meter noch von mir entfernt. Okay, let's go, let's go, let's go. Ich sehe ihn. Wenn er das war, nee, das war er nicht. Stecklerka! Du kannst mir helfen. Thema Utraseta. Du Hayabusa. Dafür gibt es auch kein Trophy. So. Den Schrein haben wir hier noch. Dann haben wir hier noch eine Kiste. Und eine Katze haben wir auch noch hier. So. Wo ich denn da jetzt hin? Die wollen mich doch verarschen. Ich muss aufs Dach. Aber wie komme ich jetzt aufs Dach? Ah, so komme ich aufs Dach. Oh, nee, nicht so. Oh, fuck! Da geht's hoch. Willst du mich doch verarschen jetzt? Lass die Markierung mal da. So. Kiste.
Noch höher ist das euer Ernst. Noch höher. Kleiner Streuner. Ein Herz für Katzen. Alle Katzen gesammelt, den geht doch. Dann auch zum letzten Schrein.